Ich lese das Solinger Tageblatt von Dienstag, den 3. Dezember 2019. Das ist diese Zeitung. Und unter Grün Solingen, was eine einzige Unverschämtheit ist, dass da Grün Solingen steht, heißt es auf dem Titel: An Kreisverkehren wird weiter geplant. Die Kreuzung Langhansstraße soll umgebaut werden. Mit großer Mehrheit einigte sich die Politik gestern im Finanzausschuss auf einen Haushaltsplan für 2020. Der sieht neben Investitionen in den Klimaschutz unter anderem Geld vor, um die Planung für einen Kreisverkehr an der Bonner Straße 2020 voranzubringen. Beim Doppelkreisel am Dickenbusch fiel der Beschluss anders aus. Und dazu gibt es, wie gesagt, ein Foto. Tschüss.